Hallo, lass mich bitte raus! Ich will sie durch. Herr Doktor, bitte! Bitte helfen Sie mir! Herr Doktor! Polizei! Bitte! Ich darf sie durchführen! Nein! Nein, ich will nicht durchgeführt werden! Leg mich auf den Tisch! Leg mich nein! Auf den Tisch. Nein! Herr Doktor, bitte nicht! Herr Doktor! Lass mich durch! Ich will nicht! Ich will das nicht! Nein, ich will das nicht! Ich will das nicht! Von der niemand, die was dem Urinring ist! Beruhigungsmittel, wenn sie jetzt nein, 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 ich will hier raus. Ich hol's eben. Wie sind die jetzt hier durchgekommen? Hallo, die Frau im nebenan Raum, ich höre sie drüben schreien. Können Sie mir bitte helfen? Ich werde vergewaltigt. Ja, okay, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, wird man hier vergewaltigt? Was ist denn das? Legen Sie sich bitte auf die Trage, ich guck mal, was da los ist. Hä, was ist denn jetzt? Was ist denn? Es muss eine Beruhigungsspritze geben. Aber nicht, nein, nein, nicht so. Nein! Doch. Haben Sie geweint? Warum haben Sie so rote Augen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist das hier. Oh nein, ich glaube, was ist das? Was machen Sie denn? Was machen Sie denn? Helfen, bitte helfen mir doch jemand! Herr Doktor, bitte! Bitte gehen Sie, wir können die Knochensäge direkt durchs Hals stecken. Alter, heute ist so krass. Ja. Ach, wenn der Tag so krass ist, wieso bin ich denn jetzt hier? Ja, die haben jetzt die Spritze bekommen, sind sich jetzt beruhigt. So, gut ist. Gut ist. Sie haben sie gehört. Yo! Aber gefesselt. Aua, der Tisch tut mir in den Eiern weh. Wie haben Sie das gemacht? Au! Legen Sie sich hin, legen Sie sich hin. Was sind das für die Geräusche? So, sie beruhigen sich jetzt erstmal. Ich krieg so viel, Alter. No joke. Ist hier irgendwo ein Esel? Herr Schmidt, Sie sind mein Lieblingspatient. Gut, okay. Dann bekommen Sie jetzt erstmal ein Betäubungsmittel. Und wir sehen, ja, Sie schlafen werden uns Sie dann wieder sehen, wenn wir mit Ihnen sind. Zählen Sie mal bitte von 100 runter. Oh. 10. 9. 8. Haben Sie noch ein Bierchen für mich, bevor ich sterbe? 3. 2. Bitte operieren Sie nicht die alte Dame da. Dankeschön. Okay, ich leg schon mal das Werkzeug bereit. Gut, wir machen kurz einmal einen Test, ob er wirklich bewusstlos ist. Freibier! Warte. Ich weiß, wer das am besten testen kann. Gehen Sie mal bitte weg. Okay. Er schmilzt, es gibt Freibier. Kontrolle kommen. Gut, er scheint wirklich bewusstlos zu sein. Wow, clean, Mann. Gut, dann gehen wir mal ran an die OP. Ja. Er hat einen Bruch. Ja. Wie möchtest du diese Operation durchführen? Wo hat er einen Bruch jetzt genau? Okay, dann weiß ich das. Ich glaube, es war der Arm. Ja, der Arm, okay. War es der rechte oder linke? Der linke. Der linke, okay. Dann nehmen wir jetzt hier die Säge so imaginär so, ne? Okay, und nicht die Säge. Bin ich denn doof? Wir müssen einfach nur Skalpell nehmen. Wir schneiden jetzt erstmal die Oberhaut und den Muskel und so weiter auf, dann bis wir bis zu den Knochen kommen. Okay, kannst du mir die zwei, wie heißen die nochmal? Die zwei Dinger holen? Die Zangen? Ja, genau, die Zangen, genau. Und wir landen nicht immer wieder hier, ich weiß auch nicht. Danke sehr. Okay, jetzt, Bitte schön. Danke sehr. Dann hole ich schon mal die Dings raus, die Knochenstücke, die kleinen Knochenstücke. Ja. Ey, ohne Spaß, wo soll man die richtigen Dings finden? Das ist eine gute Frage. Wir müssen wirklich aufpassen, dass er sich schont. Nicht, dass er jetzt gleich direkt wieder einen Marathon läuft. Ja. Okay, hab die draußen. Ich tue die jetzt hier eben mal auf die
glaube, da wurde gerade jemand draußen geschlagen. Ich guck mal ganz kurz. Ja, ja, klar. Okay, da muss ich eben die Platte holen. So, dann leg ich das schon mal hier hin. Hol den Bohrer. Oder den Akkuschrauber, wie du es auch nennen möchte. Hol den. Hallo, schlafen. tu den Knochen wieder zusammen. Zusammen, also. Ich sage jetzt schon, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt. Schön fixieren. Genau, fixieren. Was fixieren? Egal. Ich habe jetzt zwei Metallplatten geholt, so kleine. Und hab die die Schrauben muss ich noch, genau. So, hier die Schrauben. Ich muss jetzt die. Könntest du mir kurz helfen, den Arm richtig zu halten, eher gesagt, damit er nicht irgendwie verrutscht, währenddessen er schläft. Genau, danke. Ich setze jetzt die Platten ein und sie müssen wirklich darauf aufpassen, dass er nicht den Arm bewegt, damit keinerlei Nachfolgen kommen. Genau, dann mache ich jetzt das da rein, tu den Bohrer jetzt anlegen und tu jetzt die Schrauben reindrehen. Und dann sollte es dann auch soweit fertig sein. Ja, Sekunde. Sein. Ich hol dir noch kurz den selbstauflösenden Faden zum Zoom. Ja, perfekt. Eine Nadel brauche ich auch noch. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Okay. Bitte schön. Okay, sieht für mich soweit okay aus. Ich hole eben mein Tupftuch hier für das Blut. Ja, okay, das sollte dann soweit sein. Ja, der linke Arm ist fertig. Ist noch irgendwas gebrochen? Ich glaube. Er hatte gesagt, sein kleiner Finger, aber auf dem Röntgen habe ich nichts gesehen, deswegen glaube ich. Das ist alles gut soweit. Ja, okay, ja, dann der verheilt sich von selbst. Ja, und die Bauchschmerzen geben wir vielleicht noch irgendwie. Ja, da geben wir ihnen Paracetamol. Ja, aber Marihuana können wir ihm leider nicht anbieten, das habe ich gerade eben gehört. Von, ja. Okay. Jon Bauer. Das ist leider gerade nicht vorhanden. Gut, dann muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich den so in Behandlungsraum kriege. Nein? Okay. Dann würde ich sagen, warten wir einfach mal, bis er aufwacht. Ich trage ihn einfach. Warte, also, ich mach dir die Tür noch. Nein, einfach so. Ach, stimmt, da ist ja noch einer. So. Okay. Ich kann dich loslassen. Ja, dann bleibst du erstmal so. Ah, jetzt. Okay, perfekt. Guck, ich bin auch so gut darin. Ja gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir ihn erstmal hier und ich würde sagen, wir lassen die Tür offen. Dann soll er sich erstmal ausschlafen und wenn er wach wird. Dann soll er einfach das Handy verlassen. Machst dann kann er sich auch ein bisschen ausknüchtern. Machst du gleich die Patientenakte oder hat das Johann schon gemacht? Ich kann es versuchen, die Patientenakte zu machen. Okay.